Sehr geehrter Herr Kollege Köberl, verehrte Frau Dekanin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, liebe Kinder und alle jung und neugierig gebliebenen, ich begrüße Sie hier aus dem Museum Mineralogia der Mineralogischen Staatssammlung München. Hinter mir sind die Kuratoren Dr. Melanie Kalivoda und Dr. Malte Jungert, der noch aus technischen Gründen neben der Kamera stand. Wir sind heute zusammengeschaltet in dieser Zoom-Schaltung mit dem Rieskrater-Museum Nördlingen, mit den Kolleginnen und Kollegen dort, Dr. Lina Seibold und Professor Stefan Hölzel, und natürlich auch zusammengeschaltet mit der Universität Wien und Herrn Kollegen Christian Köberl. Herzlich willkommen für diese erste gemeinsame Vortragsveranstaltung zum Thema mit weitergehen soll. Unsere beiden Häuser hier in München und Nördlingen gehören zu den staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns mit dem herrlichen Akronym SNSB. Und in dieser Organisation sind wir zusammengeschaltet. Wie Sie wissen, gab es einen bedeutenden Meteoriteneinschlag vor 14 Millionen Jahren. Das war lange vor der Einführung des Euro, an den sich vielleicht noch ein paar erinnern. Und dieser Einschlag schuf den Nördlinger Rieskrater, in dem das Museum ist. Es fallen aber auch kleinere Meteoriten ständig auf die Erde. Und heute jährt sich zum 20. Mal der Fall des Meteoriten Neuschwanstein. Der Meteorit zerbrach in drei Teile und die sind in der Umgebung von Schloss Neuschwanstein auf die Erde gefallen. Und dies ist der Anlass für die heutige Veranstaltung. Im Vorspann sahen Sie vorhin den Teil des Meteoriten Neuschwanstein 1, der im Rieskratermuseum in Nördlingen ist, und zwar unter einer Glasglocke. Er ist dort unter der Glocke mit Schutzgas umgeben, mit Argon. Das Ganze ist unter dem Motto hingucken, aber ja nicht anfassen, damit dieser Meteorit, also das ist das Original in Nördlingen, nicht durch Atmosphärilien hier von der Erde kontaminiert wird. Der Meteorit befindet sich im Eigentum unserer Mineralogischen Staatssammlung hier in München und deswegen machen wir diese gemeinsame Veranstaltung. Hier in München haben wir allerdings auch von Künstlern gefertigte Kopien der drei Teile. Ich habe jetzt nur zwei Hände der drei Teile des Meteoriten, also die sehen ungefähr so aus, aber wie gesagt, das sind hier Kopien. Und das Original sehen Sie in einem der Fenster auf dem Bildschirm unter der Glasglocke in Nördlingen. Vielleicht kann man das auch noch zeigen. Der Originalmeteorit hat so eine abgeschnittene Fläche. Hier wurde also für wissenschaftliche Zwecke eine Probe entnommen. Ja. Wie Sie sehen, ist die Kopie des Meteoriten hier in der Ausstellung und in München haben wir auch noch jede Menge Originalmeteorite hier zum Anschauen, aber auch zum Anfassen. Wir haben einige sehr unempfindliche Teile, die Sie hier einmal berühren können. Auch ein Mondmeteoriten, auf dem steht jetzt übrigens das Laptop mit der Kamera. Täglich fallen ungefähr 20 Tonnen Material aus dem Kosmos auf die Erde. Das allermeiste davon ist nur so Staubkorn groß und etwa 50 Objekte fallen täglich auf die Erde, die größer sind als ca. 100 Gramm. Das bedeutet für Bayern etwa 300 Gramm oder größere Meteoriten pro Jahr. Und ein größerer Einschlag wie der in Nördlinger Ries, das ist eben dann doch ein selteneres Ereignis, das alle 100 Millionen Jahre vielleicht mal stattfindet. Diese Meteoriten sind Trümmer ehemaliger Planeten. Und die meisten dieser Meteoriten kommen aus der Zone zwischen Mars und Jupiter, wo der Asteroidengürtel ist. Dort befanden sich einmal Planeten, die aber
zerborsten sind. Gründe kann man diskutieren. Und dieser Stoff fällt auf die Erde. Der Meteorit Neuschwanstein allerdings ist hat eine spezielle chemische Zusammensetzung. Er enthält sehr wenig vom Element Eisen und enthält deswegen besondere Minerale, die wenig Eisen enthalten. Und das und andere chemische Befunde zeigen uns, dass dieser Mutterkörper, von dem der Meteorit Neuschwanstein stammt, näher an der Sonne entstanden sein muss. Ja, das nur kurz als Vorbemerkung. Das Nördlinger Ries ist ein wichtiges gemeinsames Forschungsprojekt unserer Organisation und natürlich auch der Meteorit Neuschwanstein. Und damit übergebe ich an die Kollegen in Nördlingen. Nördlingen, könnt ihr uns hören? Ich kann euch hören und sehen. Also erstmal herzlich willkommen auch in Nördlingen. Ich bin Stefan Hölze, ich bin der Leiter des hiesigen Rieskrater Museums. Und was kann ich dazu beitragen? Ja, also ich bin sozusagen Augenzeuge. Also vor ziemlich genau 20 Jahren, minus 3 Stunden muss man sagen, es war um 22.20 Uhr, bin ich mit meiner Frau aus der Innenstadt von Augsburg nach Hause gelaufen. Ich habe damals in Augsburg gewohnt. Und sehe dann plötzlich einen hellen, hellen Boliden, grasgrün habe ich den gesehen, von links oben nach rechts unten in Richtung Alpen fliegen. Also das war extrem beeindruckend, ungefähr so hell wie der Vollmond. Ich hätte gesagt, noch um einiges heller. Also es war wirklich was ganz, ganz Tolles. Und es war mir klar, das kann nicht die ISS sein oder sowas, weil die Richtung nicht stimmt. Und ja, das war eigentlich der Hauptpunkt. Und bin dann schnell nach Hause geeilt und habe geguckt, ob da was im Fernsehen oder im Radio kommt. Aber das hat noch eine ganze Weile gedauert. Diesen Fall haben sehr viele Leute gesehen. Also ich glaube, das waren viele tausend Leute in Süddeutschland. Der war sehr weit zu sehen und das war wirklich extrem beeindruckend. Aber das ist eigentlich gar nicht das wirklich Besondere an dem Neuschwanstein. Das Besondere ist, dass dieser Meteorit dann auch gefunden worden ist. Und zwar unmittelbar oder relativ kurz nach der Beobachtung des Falls und vor allem aufgrund der Beobachtungen, die man gemacht hat während des Falls. Dieser Fall ist nämlich aufgezeichnet worden vom Deutschen Feuerkugelnetz der DLR, koordiniert, ja, geleitet vom Herrn Dieter Heinlein in Augsburg. Und das ist ein Netz, das besteht aus sehr vielen Kameras, die den Nachthimmel beobachten und schauen, ob da irgendwas runterkommt. Und wenn da was runterkommt, dann schalten diese Kameras sozusagen ein, zeichnen auf. Und wenn man jetzt mehrere solche Kameras hat, dann kann man über die Leuchtspur rückverfolgen, A, wo das Objekt herkommt, das ist was Besonderes, und B, was in dem Fall sehr wichtig ist, man kann rauskriegen, wo man suchen muss, wenn da eventuell ein Stück davon überlebt hat. Und aufgrund dieser Aufzeichnung haben dann berufene Leute, das war also Jürgen Oberst vom DLR, Dieter Heinlein war auch dabei und vor allem auch Pavel Spurny, ein berühmter Tscheche, der sich mit diesen Dingen sehr beschäftigt, haben eben rausgekriegt, dass A, dieser Meteorit wohl so groß gewesen sein muss, dass man eine sehr gute Chance hat, dass etliche Kilo davon tatsächlich die Erdoberfläche erreichen, was nicht häufig ist. Normalerweise verglühen die Teile sehr eindrucksvoll, aber es kommt das Material natürlich auch auf der Erdoberfläche auf, aber als Staub und man hat nichts davon. Und in dem Fall wusste man, da muss man suchen. Und dank dieser Aufzeichnungen konnte man dann mit aufwendiger Rechnerei auch den Korridor eingrenzen, der auf eine Streuellipse von etwa, ich glaube, 800 mal 1000 Meter, also ein relativ kleiner Bereich, sich eingrenzen ließ. Und zwar unmittelbar im Kavendelgebirge. Unmittelbar hinter Neuschwanstein im Karwendelgebirge. Und da hat man dann zu suchen angefangen, aber es hat noch Monate gedauert, bis man erst ein Teil, dann knappes Jahr später ein zweites und dann schließlich auch noch ein drittes Teil gefunden hat. Und das erste Teil ist zu uns ins Museum dann gekommen. Warum hat es so lange gedauert? Naja, wer die Gegend dort kennt, der weiß, so ein Quadratkilometer aus der Luft ist wenig, aber da ist alles aufgefaltet und in Fläche ist das ganz schön viel. Irgendjemand hat mal gesagt, wenn man die Schweiz glatt bügeln würde, wäre die so groß wie Deutschland. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist in dem Fall auch der Fall. Also das Ganze ist da sehr hochkant, sehr steil und noch dazu derartig unwegsam, dass man sich wundern muss, dass man da überhaupt was gefunden hat. Also 3 Stücke sind im Lauf der nächsten 2 Jahre, muss man sagen, oder 1,5 Jahre gefunden worden. Und das Stück Nummer 1 haben wir dann auch ins Museum gekriegt. Die Hälfte hat von Haus aus dem Freistaat Bayern gehört, zu dem auch unser Museum gehört im Prinzip. Und die andere Hälfte musste man dann den Finder abkaufen. In Bayern ist es so, dass die Hälfte dem Grundstückseigentümer gehört und die andere Hälfte dem Finder. Und seit 2004, denke ich, ist es dann im Museum hier als besonders
eindrucksvolles Ausstellungsstück zu bewundern, der Neue Schwanstein. Sie sehen ihn in so einem kleinen Fensterchen oben. Das ist also keine Konserve, kein Filmchen, sondern das ist er live. Der ist dabei bei unserer Veranstaltung. Unser Teil hat 1,75 Kilogramm und ist am 14.07. gefunden worden durch Thomas Grau und Nadine Bulkow in Berlin. Die zwei anderen Stücke sind dann von Martin Neuhöfer und Ralf Sporn gefunden worden. Übrigens die gleichen, die den Stubenberg vor ein paar Jahren gefunden haben. Und auch im Jahr darauf ist dann von Dr. Karl Wimmer, der inzwischen auch in Nördlingen hier wohnt, ist dann noch das dritte Teil gefunden worden. Ja, Neuschwanstein ist der Anlass, aber nicht das Thema. Wir haben vor 10 Jahren schon mal eine große Sonderausstellung zu dem Thema gemacht, wo wir alle drei verbliebenen Stücke zusammengeführt haben, Vorträge zum Thema gehört haben. Und da haben wir uns gesagt, naja, das wollen wir jetzt nicht einfach wieder wiederholen, sondern wir starten einfach aus diesem Anlass 20 Jahre Fall des Neuschwansteins, eine kleine Reihe in loser Folge, wo wir einfach über das Thema reden wollen oder berufene Leute einladen, die uns erzählen, was man mit diesen Steinen aus dem All überhaupt anfangen kann. Weil klar, die haben einen hohen Sammlerwert, das ist erstmal eine tolle Sache, das ist was sehr Seltenes, aber die haben auch eine sehr, sehr große Bedeutung für die Erforschung der Welt um uns. Nicht nur unser Sonnensystem, sondern auch was die Erde betrifft, ist das ein sehr, sehr wertvoller Quell des Wissens. Und zu diesem Thema wird unter anderem jetzt auch ein sehr berufener Mensch sprechen, und zwar ist es der Professor Christian Köberl. Ich muss ihn eigentlich nicht groß vorstellen. Er ist Professor für Geowissenschaften an der Universität Wien und vor allem auch dadurch bekannt, dass er 10 Jahre lang der Generaldirektor des Naturhistorischen Museums in Wien war. Das ist ein wunderbares Museum, ist jedem zu empfehlen, das zu besuchen. Die haben eine Meteoritensammlung, da kriegt man also feuchte Augen. Und ich denke, nicht nur, wenn man sich für Meteorite interessiert. Er ist Mitglied der Österreichischen Akademie für Wissenschaften und dort auch der Obmann für die Kommission für Geowissenschaften. Er ist stellvertretender Obmann der Kommission für Astronomie. Er hat Chemie, Physik und Astronomie studiert. Er hat in Graz promoviert und hat eine Unzahl an wissenschaftlichen Artikeln zu Themen Astronomie, Meteorite und Asteroide verfasst und auch etliche populärwissenschaftliche Bücher, die Sie vielleicht auch schon mal zwischen die Finger gekriegt haben. Er ist vielfach geehrt und in unserem Zusammenhang besonders wichtig. Er ist ein langer Freund unseres Hauses. Er besucht uns nicht nur mit Studenten ab und zu, kommt auch so ab und zu vorbei. Ich war auch in seinem Museum schon ein paar Mal und wir freuen uns, dass er uns im Juli, wie ich vorhin gerade gehört habe, mit seinen Studenten wieder besuchen wird. Also, ich bedanke mich ganz herzlich, dass er die Einladung angenommen hat und übergebe ihm nun das Wort. Bitte, Christian. Ja, hallo. Dankeschön für die Einladung erst einmal. Einen schönen Abend aus Wien. Leider halt nicht vor Ort, sondern über diese elektronischen Umwege. Ich hoffe, es funktioniert trotzdem halbwegs. Ich bin froh, dass ich zum Thema Neuschwanstein-Meteorit selbst nichts wirklich in den Vortrag eingebaut habe, denn das meiste wäre jetzt nach deiner Ansprache, Stefan, jetzt schon obsolet, ne? Denn die ganzen Hintergrundinformationen wurden ja bereits gesagt. Aber wir haben uns ja auch vorher abgesprochen. Mein Thema hier sollte heute sein, ein bisschen was erzählen über, warum sind Meteorite interessant, was sind Meteorite, wo kommen sie her? Was haben wir davon gelernt? Und auch stellen sie vielleicht irgendeine Art von Gefahr für uns dar? Und bevor ich beginne, möchte ich, habe also jetzt ein bisschen während der Reden gesehen, wer hier so alle zuhört und zusieht. Und ich sehe viele bekannte Namen und Freunde. Bedanke mich dafür, dass viele zuhören, aber einen Namen möchte ich dann doch vielleicht auch aus sentimentalen Gründen hervorheben. Ich sehe, dass Michael Schieber hier zuhört. Er ist der Vorgänger von Stefan Hölzl als Direktor des Rieskrater-Museums und ein langjähriger guter Freund gewesen. Und Michael, solltest du mich hören, ich wünsche dir alles Gute. Das nur ganz kurz. Ja, zum Thema. Ich werde jetzt versuchen, meinen Bildschirm zu teilen. Ich hoffe, das funktioniert auch gleich. Sehen wir einmal, ob das funktioniert. Darf ich nur rückfragen, sieht man den Bildschirm jetzt von mir? Ja. Gut, danke schön. Ja, und ich habe also hier
einmal im Wesentlichen den Neuschwanstein-Meteorit mit hineingenommen, mit einem kleinen Bild hier. Das ist der, der ja im Riskratermuseum gezeigt wird, der eine Teil. Und es kommt dann noch ein einziges Bild, das einen gewissen Sinn in meinem Vortrag auch macht, wo Neuschwanstein vorkommt. Ansonsten kommt Neuschwanstein nicht vor. Wenn Sie also erwarten, hier einen Vortrag über den Neuschwanstein-Meteoriten, das war's. Aber jetzt gehen wir zum Thema, also Meteorite, als sogenannte himmlische Projektile, Wiege des Lebens, sozusagen Bausteine der Erde und Gefahr aus dem Weltall. Und jetzt schauen wir mal, wie ich weiterkomme zum nächsten Bild. Wenn wir den Mond und die Erde vergleichen, und ich hoffe, man sieht das jetzt auch hier, darf ich nur kurz zurückfragen, sieht man mein zweites Bild? Ja, gut, danke. Dann sehen wir hier also eine Art Collage zwischen der Erde und dem Erdmond. Und Sie sehen ganz klar, der Erdmond, da gibt es einen Krater über dem anderen, also die Spuren von Einschlägen von großen und kleinen Meteoriten sind auf dem Erdmond ganz, ganz klar zu sehen. Auf der Erde nicht. Nicht einmal das Nördlinger Ries ist aus dem Weltraum besonders deutlich zu sehen. Es gibt auf der Erde bisher ungefähr 200 Einschlagskrater, die bekannt sind, aber so eine Oberfläche, die mit Kratern so übersät ist wie der Erdmond, das ist die Erde nicht. Warum? Weil natürlich die Erde geologisch sehr aktiv ist und weil die Erde über die letzten 2, 3, 4 Milliarden Jahre viele geologische Aktivitäten mitgemacht haben, die es auf dem Mond einfach so nicht gibt. Wir haben auf dem Mond keine Atmosphäre, daher sind atmosphärische Erosionen einmal nicht möglich. Wir haben auf dem Mond kein Wasser, daher ist eine Verwitterung wie durch Wasser auf der Erde auch nicht möglich. Wir haben auf dem Mond auch keine rezenten geologischen Aktivitäten. Daher gibt es keine Plattentektonik. Daher verschwindet nichts. Was also übrig bleibt, ist, der Mond zeichnet stoisch, unverändert, über die Jahrmilliarden hinweg alle Kollisionsereignisse auf, die auf dem Mond so passieren. Und deswegen ist der Erdmond von Einschlagskratern, also von Spuren, von Kollisionen mit großen und kleinen Meteoriten nur so übersät. Der Erdmond, wenn man das aus der Nähe anschaut, hat einen Krater über dem anderen, einen Krater auf dem anderen. Und manche davon sind sehr klein. Sogar Mondproben, die zur Erde zurückgebracht wurden von den Apollo-Missionen, sogar ganz kleine Mineralfragmente haben noch kleinere Einschlagskrater im Bereich unter einem Millimeter im Durchmesser aufgezeigt. Also sogar kosmische, wirklich Winzlinge wie kosmischer Staub schlägt auf dem Mond mit hoher Geschwindigkeit auf. Auf der Erde ist das alles leider viel komplizierter. Die kleinen Objekte, die verbrennen im Wesentlichen in der Erdatmosphäre. Größere Objekte bleiben vielleicht übrig. Noch größere Objekte machen Krater, die aber mit der Zeit relativ bald verschwinden. Wie sieht denn das sonst im Sonnensystem aus? Wir haben also hier links oben im Bild ein Fotomosaik des innersten Planeten, dem Merkur. Der sieht auf den ersten Blick so ähnlich aus wie der Erdmond, ist mit Einschlagskratern nur so übersät. Das Bild unten zeigt einen Krater auf der Oberfläche unseres Nachbarplaneten, der Venus. Die Venus ist zwar ähnlich groß wie die Erde,
ist aber doch ziemlich unterschiedlich, weil die Venus hat eine sehr dichte Atmosphäre, ungefähr 100 Mal so dicht wie die Erdatmosphäre, mit Wolken, die aus Schwefelsäure bestehen und die Atmosphäre hauptsächlich Kohlendioxid. Und die ist so dicht, dass man nichts optisch auf der Oberfläche erkennen kann. Man braucht also Radar, und mit diesen Radarmessungen, die zum Beispiel von der Magellan-Sonde vor über 20 Jahren durchgeführt wurden, hat man über 600 Einschlagskrater auf der Oberfläche der Venus nachweisen können, die aber alle relativ rezent in den letzten paar hundert Millionen Jahren gebildet wurden, weil die Oberfläche davor mehrfach durch Lava umgestaltet wurde. Auf dem Mars, der große Körper hier rechts oben, haben wir auch viele Oberflächen, die sogar mehrere Milliarden Jahre dokumentieren und die ebenfalls von Einschlagskratern nur so übersät sind. Auch eine der größten Einschlagsbecken im Sonnensystem, das wir bisher kennen, mit über 2.500 Kilometern Durchmesser, befindet sich auf dem Mars. Sie sehen also schon, der Unterschied zur Erde ist gewaltig. Und wie ja schon kurz in dem Eingangsstatement vom Stefan Hölzler erwähnt, viele Objekte, die es im Sonnensystem gibt, die kleineren Objekte, die befinden sich auch zwischen Mars und Jupiter im Sonnensystem. Das sind die Asteroiden oder Kleinplaneten. Hier haben wir eine Art Familienfoto von einigen der Kleinplaneten, die bereits von Raumsonden besucht und fotografiert wurden. Der größte, der hier in diesem Bild zu sehen ist, ist der Kleinplanet Lutetia, das ist auf Lateinisch Paris. Früher hat man die Kleinplaneten benannt, entweder nach Göttern oder Göttinnen oder Ländern oder Orten. Es gibt auch einen Kleinplaneten namens Vienna. Also viele andere wurden genannt. Später sind ihnen dann die Namen ausgegangen, sodass also auch Wissenschaftler herangezogen wurden. Ich habe auch einen Kleinplaneten, der nach mir benannt wurde. Das ist fast der 15.000 irgendwas. Ne? Also es ist dann schon etwas später dran als der Kleinplanet zum Beispiel 433 Eros oder 253 Mathilde. Aber was wir hier eigentlich sehen, ist, dass auch die Kleinplaneten die Spuren von Kollisionen sehr gut zeigen. Auch untereinander stoßen die verschieden großen Kleinplaneten oft miteinander zusammen und die Spuren sind Einschlagskrater. Und wir befinden uns sozusagen in einer Art kosmischen Schießgalerie. Hier haben wir beispielsweise die Erdbahn kreuzenden Kleinplaneten, die auch als Near-Earth Objects bezeichnet werden. Ungefähr 20.000 davon sind bekannt. Hier sind einige wenige, ein paar hundert davon nur gezeigt. Das sind nämlich die, die größer sind als einen Kilometer im Durchmesser. Die gelben, die kreuzen die Erdbahn, die roten, die kommen der Erdbahn nur nahe. Insgesamt im Sonnensystem zwischen Mars und Jupiter hauptsächlich kennen wir die Bahnen von mehr als einer Million Kleinplaneten. Es gibt also eine ganze Menge Objekte da draußen, die mit der Erde zusammenstoßen können. Aber die meisten, die wir bisher gesehen und gemessen haben, sind zumindest mehrere Dutzend Meter groß. So Objekte wie die, die Meteorite dann auf die Erde loslassen, die sind viel zu klein, um mit den üblichen astronomischen Methoden überhaupt gesehen werden zu können. Hier haben wir ein Bild eines der prominentesten Einschlagskrater auf der Erde. Das ist der Meteor Crater oder auch Beringer Crater in Arizona. Der ist ungefähr 1,2 Kilometer im Durchmesser, ungefähr 250 Meter tief. Also in Nördlingen, der Daniel mit der Kirche, der würde hier völlig verschwinden in dem Krater, viel, viel kleiner sein. Das ist also ein ziemlich eindrucksvolles Objekt, wenn man das vor Ort sieht. Nur,
Dieser Krater mit noch einmal 1,2 Kilometer Durchmesser wurde von einem Eisenmeteoriten geschlagen, der vielleicht ungefähr 50 Meter Durchmesser hatte. Ich komme dann ein bisschen später noch auf die Größenvergleiche und auf die Impakte zurück, aber das ist etwas, das wir uns schon am Anfang in Erinnerung halten sollten. Relativ kleine Objekte machen doch sehr, sehr große Einschlagskrater im Vergleich dazu. Das Verhältnis ist ungefähr 1 zu 20. Je nachdem, ob das jetzt ein Eisenmeteorit war, der sehr viel dichter ist als ein Steinmeteorit, da ist das Verhältnis ein bisschen weniger. Aber hier war es ein bisschen mehr als 1 zu 20, das Verhältnis. Nun, dieser Krater ist auch geologisch gesehen sehr jung. Der wurde vor nur ungefähr 50.000 Jahren auf der Erde gebildet. 50.000 Jahre ist geologisch gesehen gar nichts. Das Nördlinger Ries, wie wir wissen, ungefähr 15 Millionen Jahre. Das Aussterben der Saurier, 66 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Ja, die vielzelligen Lebewesen, einige hundert Millionen Jahre. Vor 2 Milliarden Jahren das erste Mal Sauerstoff in unserer Erdatmosphäre. Die ältesten Gesteine auf unserer Welt, ungefähr 4 Milliarden Jahre alt. Die Entstehung der Erde vor über 4,5 Milliarden Jahren. Also 50.000 Jahre ist gar nichts im Vergleich dazu. Aber jetzt ein paar Worte, bevor wir zu den Kratern und zur Gefahr von solchen Einschlägen kommen, ein paar Worte zu den Meteoriten. In Europa ist vielleicht bekannt, ich entschuldige mich übrigens dafür, dass meine Dias in den meisten Fällen auf Englisch sind. Ich verwende das natürlich auch in Vorlesungen, aber ich erzähle natürlich den Text dazu. Das heißt, Sie brauchen sich nicht zu sehr bemühen. Nun, das Jahr 1492 ist in der Geschichte nicht unbekannt. Ich glaube, da gab es irgendeinen, der über den Atlantik gesegelt ist, aber für uns ist das hier weniger interessant. Im Jahr 1492 ist nämlich der erste große dokumentierte Meteorit in Europa gefallen, von dem noch ein Stück übrig geblieben ist. Und das war ein unwahrscheinliches Ereignis, das im ganzen Bereich, im westlichen Deutschland, im östlichen Frankreich und sogar in der Schweiz beobachtet wurde. Der Donnerstein von Ensisheim hat es geheißen. Ein 127 Kilogramm schwerer Steinmeteorit ist vom Himmel gefallen. Es gab einen riesigen Feuerball. Und bis in die Schweiz hat man das gehört, gesehen. Und ein Künstler, der dort damals gelebt hat, hat das sogar aufgezeichnet, gemalt, nämlich Albrecht Dürer. Das Bild ist heute in England, aber leider mit der falschen Seite nach vorne ausgestellt, denn Dürer hat das auf der Rückseite eines anderen Bildes gemalt und auf der Vorderseite ist irgendein Heiliger zu sehen und der ist natürlich viel spannender herzuzeigen als das erste Bild eines Meteoritenfalls. Übrigens gibt es einen Meteoriten, der noch älter ist, der von dem auch noch ein Stück übrig ist. Das ist der Meteorit von Nogata in Japan. Ist auch ein gewöhnlicher Chondrit. Da kann man ein Stück in einem Ort Kloster, in einem Schrein in Japan besuchen. Und der ist von etwa 860 nach Christus. Also da gibt es auch noch ein Stück. Aber in Europa jedenfalls damit berühmte Donnerstein von Ensisheim. Übrigens war der so furchterregend, dass der damalige Kaiser dekretiert hat, dass man diesen Meteoriten in Ketten in einer Kirche aufhängen soll, um ihn dem Teufel auszutreiben. Goethe hat übrigens später auch ein Stück davon abgeschlagen
und sich ein Stück mitgenommen. Es gibt noch einige mehrere Stücke von diesem berühmten Meteoriten, aber man kann sagen, so hat es begonnen in Europa. Nun, ein paar Worte noch, bevor wir weiterreden über Meteorite. Ein bisschen zu den Begriffen. Sie haben sicherlich schon gehört, die Worte oder Namen, ein Meteoroid, ein Meteor, ein Meteorit. Das ist alles das Gleiche. Es hängt nur davon ab, wo es ist. Ein Meteoroid ist ein kleiner Körper, ein Bruchstück eines Asteroiden, der zwischen den Planeten bewegt, bevor er mit der Erde zusammenstoßt. Ein Meteor, die großen heißen Feuerbälle, die kleinen heißen Sternschnuppen, das sind Leuchterscheinungen in der Erdatmosphäre, wo ein solcher Meteoroid in die Erdatmosphäre eintritt und aufgrund der hohen Geschwindigkeit, viele, viele Kilometer pro Sekunde, die Erdatmosphäre zum Leuchten beginnt. Das ist Reibungshitze, was wir hier sehen. Wenn wir also so einen Meteor oder Feuerball am Himmel sehen, dann sehen wir nicht das Objekt selbst, sondern sehen wir die erhitzte und ionisierte Erdatmosphäre. Und wenn beim Durchgang durch die Erdatmosphäre, und wir sprechen hier bei diesen Effekten von Meteor, Feuerball, von Beobachtungen, die so in 50 bis 120 Kilometer Höhe ablaufen in der Atmosphäre, dann sind sie abgebremst, dann sieht man sie nicht mehr, dann fallen sie im freien Fall weiter auf die Erde. Wenn was übrig bleibt, dann bleibt zum Beispiel ein Meteorit übrig. Zerbricht er in mehrere Stücke, dann hätten wir zum Beispiel einen Meteoritenschauer. Ist der Meteorit aber größer als eine bestimmte Grenze von vielleicht 20 bis 50 Meter, je nachdem, welche Art von Meteorit es ist, dann wird er nicht mehr sehr stark abgebremst in der Erdatmosphäre und dann schlägt er mit diesen kosmischen Geschwindigkeiten auf der Erde auf und dann haben wir einen Meteoritenkrater. Und hier kommt noch ganz kurz der Neuschwanstein-Meteorit hinein. Aus den Beobachtungen, Sie sehen, der kam da von unten rechts, fliegt nach oben links. Und aus den Beobachtungen hat man abgeleitet verschiedene Bereiche, wo man ihn finden kann. Und das ist deswegen so schwierig, weil eben, und jetzt gehe ich noch mal auf das Bild vorher zurück, ein Großteil des Fluges eines solchen Meteoritenfalls unbeobachtet ist und hier zum Beispiel durch Wind und Wetter beeinflusst werden kann. Und daher ist es nicht ganz so einfach vorherzusagen, wo jetzt so ein Objekt genau landen wird. Und tatsächlich hat man zwar vorhergesagt, dass ungefähr knapp 7 Kilo von so einem Meteoriten übrig geblieben wären, gefunden hat man dann 3 Einzelstücke, mit 1,7, 1,6 und 2,8 Kilogramm. Ich darf in keiner patriotischen Art und Weise anmerken, ein Stück wurde in Österreich gefunden, aber leider ist es dort nicht mehr. Aber gut, dabei belassen wir es. Jetzt kommen wir, also weil es schon erwähnt wurde, zum Naturhistorischen Museum und seiner Meteoritensammlung. Hier ein Bild von Ende des 19. Jahrhunderts. Der Meteoritensaal, der Saal 5 des Naturhistorischen Museums, war damals schon der Meteoritensaal. Begonnen hat das Ganze im 18. Jahrhundert, als die ersten Objekte gefunden, gesammelt, aufbewahrt wurden im damaligen Hofnaturalienkabinett. Später, am Beginn des 19. Jahrhunderts, kamen dann mehrere Objekte dazu. Es gab einen sehr berühmten, wir sehen es dann gleich, Direktor der Sammlungen, der sich sehr viel für Meteorite interessiert hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Meteoritensammlung im Naturhistorischen Museum ist die größte Schausammlung der Welt
mit über 1000 Objekten, die gezeigt werden, und ist die älteste Meteoritensammlung der Welt. Geht auf einen Fall im Jahr 1751 zurück. Als ich Direktor dieses Museums war, von 2010 bis 2020, war es mir ein großes Bedürfnis, die schon etwas in die Jahre gekommene Meteoritenausstellung zu modernisieren. Denn es ist immer wieder die Information weggeblieben, es hat gefehlt. Was sieht man hier überhaupt? Warum sind diese Objekte so faszinierend? Und was lernen wir von ihnen eigentlich? Und hier ein Bild der 2012 neu eröffneten Meteoritenschausammlung mit den klassischen Vitrinen im Zentrum, die viele eben hunderte Meteorite zeigen, aber auch mit thematischen Vitrinen auf der Seite, die Themen wie zum Beispiel Meteoritenschauer, Impakte, Meteorite vom Mars, Mondgesteine, österreichische Meteorite, dass wir aus Sternenstaub bestehen, wie interpretiert man Meteorite, was lernen wir daraus und so weiter, alles zeigen. Hier ein anderes Bild aus einer anderen Richtung, das zeigt sehr schön, rechts zur Ringstraße hin, schöne Querschnitte durch Eisenmeteorite, dann vor dem Fenster ein paar Eisenmeteorite, die ausgestellt sind, und dann etwas über, woher Meteorite kommen und woraus sie bestehen. Wir haben auch, weil das auch schon kurz erwähnt wurde, die Beobachtungen von aktuell von Meteoriten. Es gibt auf dem Dach des Naturhistorischen Museums eine Kamera, die mit dem französischen Fribon-Netzwerk zusammenarbeitet, und sogar eine Meteor-Radarstation, so wie das im Zentrum gezeigt ist. Mein Kollege Ludwig Ferrier vom Naturhistorischen Museum Wien, der der Kurator der Meteoritensammlung ist, ist sehr, sehr aktiv, und es ist gelungen, aufgrund Beobachtungen vor kurzer Zeit den achten österreichischen Meteoriten zu finden. Eine sehr tolle Leistung. Nun, wir haben auch Dinge wie Mondgesteine da drinnen und so weiter und so fort. Und es gibt eben alle Meteorite, von den kohligen Chondriten zu den gewöhnlichen Chondriten, zu den Enstatit-Chondriten, wie Neuschwanstein auch einer ist, zu Achondriten, zu Eisenmeteoriten, gibt es hier alles zu sehen. Es ist trotzdem, ich nicht mehr leider dort tätig bin, ein sehr spannender Besuch und sicherlich eine Reise nach Wien für Interessierte wert. Nun aber wieder zu den Meteoriten und ein paar vielleicht interessante Hintergründe. Hier haben wir den Gründungsmeteoriten, kann man sagen, der Sammlung in Wien. Das ist der Raschina-Meteorit, ein Eisenmeteorit, der in der Gegend des heutigen Zagreb, Kroatien, gefallen ist, 1651. Der wurde dann auf Anordnung des Kaisers nach Wien gebracht und hat dann seine permanente Heimat in der naturkundlichen Sammlung gefunden. Es gab auch viele Beobachtungen dazu. Dieses Objekt wiegt ungefähr 40 Kilo. Ein sehr bekannter Forscher, der Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts in Wien tätig war, war Ernst Florenz Friedrich Chladni, der unter anderem durch seine Klangfiguren bekannt geworden ist, der aber sehr viele Beobachtungen und Untersuchungen an Meteoren gemacht hat. Und hier ist sein berühmtes Buch gezeigt über Feuermeteore und über die mit denselben herabgefallenen Massen. In diesem Buch analysiert er sehr genau, wo Meteorite eigentlich herkommen sollten. Und dazu ein kurzer Zusatz. Es war ja eigentlich zur damaligen Zeit nicht bekannt, wo Meteorite überhaupt herkommen. Für lange Jahre hat man geglaubt, Meteorite, das sind so Kondensationserscheinungen in der Erdatmosphäre, so etwas Ähnliches wie vielleicht Hagelkörner oder Eruptionen von weit entfernten Vulkanen. Auch das ist aus Italien nicht ganz unbekannt, dass hier auf einmal irgendwelche Bindsteine von vulkanischen Eruptionen irgendwo auftauchen.
Und es war erst am Beginn des 19. Jahrhunderts, dass sich das Bild zu wandeln begonnen hat. Unter anderem aufgrund der Forschungen von Chladni. Aber auch, weil nämlich am Beginn des 19. Jahrhunderts, zwar ganz am Beginn, am 1. Jänner 1801, der erste Asteroid oder erste Kleinplanet, nämlich die Ceres, entdeckt wurde durch Giuseppe Piazzi. Der war ein italienischer Astronom, der an der Universitätssternwarte von Palermo gewirkt hat. Und hier kann man wieder sehen, Leute, die in der Neujahrsnacht nicht nur feiern, sondern auch arbeiten, die sind zeitlos und die machen oft sehr wichtige Entdeckungen. Also der erste Kleinplanet wurde entdeckt, das war deswegen so wichtig, weil man nämlich früher geglaubt hat, dass der Raum zwischen den Planeten leer ist. Und es hat sich dann eben gezeigt, der Raum zwischen den Planeten ist nicht leer. Man hat nicht nur einen Kleinplaneten gefunden, sondern viele Kleinplaneten gefunden. Und eine andere wichtige Beobachtung zu dieser ungefähr selben Zeit war, 1803 ist über der französischen Stadt Lille in Nordwestfrankreich ein Meteorschauer niedergegangen. Der war so groß und so bedeutend, dass die französische Akademie der Wissenschaften einen jungen Forscher namens Jean-Baptiste Biot dorthin geschickt hat, er soll das Ganze untersuchen. Und Biot hat dann auch durch geometrische Untersuchungen, durch Triangulieren und Beobachtungen herausgefunden, dass der Meteor von weit außerhalb der Erdatmosphäre gekommen sein muss. Und das war das erste Mal, dass man Messungen gehabt haben, die gezeigt haben, dass der Meteor hier, der Meteorit, von außerhalb der Erdatmosphäre kommt. Das war natürlich etwas sehr Wichtiges, weil erst damit, mit den Beobachtungen von Biot, mit den Analysen von Chladni und mit den Forschungen der Kleinplaneten war klar, dass es da draußen zwischen den Planeten eine Vielzahl von kleinen Objekten gibt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass zum Beispiel hier Karl von Schreibers, der lange Jahre der Direktor des Hofnaturalienkabinetts war, nämlich von 1806 bis 1851, war ursprünglich Zoologe, Mediziner und hat sich dann später eben mit Meteoriten beschäftigt. Und der hat hier einen Katalog gemacht über die Steine und Eisenobjekte, die aus dem Himmel fallen, hier 1820, über die Objekte im Wiener Museum. Also viele dieser Dinge sind am Beginn des 19. Jahrhunderts so langsam klar geworden. Hier haben wir einen weiteren Vertreter, auch der am Naturhistorischen Museum in Wien oder einer Vorgängerorganisation tätig war. Später wurde er dann Professor für Mineralogie an der Universität Wien, nämlich Gustav Tschermak. Tschermak hat das Innenleben von Meteoriten genau untersucht, war aber auch, das war auch was sehr Interessantes, war der Erste, der den berühmten Meteoriten Schergotti untersucht hat, der 1865 in Indien gefallen ist. 1868 ist ein Stück davon nach Wien gekommen. Er hat ihn untersucht und festgestellt, der sieht komplett anders aus als andere Meteorite, die er kennt. Und das Geheimnis wurde erst ungefähr 100 Jahre später gelüftet, als sich herausgestellt hat, dass es sich hier um einen sogenannten Mars-Meteoriten handelt, also ein Stück Marsgestein. Ja, Meteoritenklassifikation hier in einer Darstellung von, ich glaube, in Nördlingen nicht ganz unbekannten Kollegen Adi Bischoff aus Münster. Es gibt differenzierte Meteorite, es gibt undifferenzierte Meteorite. Die differenzierten waren irgendwann einmal aufgeschmolzen.
Die undifferenzierten sind so, wie sie im frühen Sonnensystem entstanden sind, verblieben. Da gibt es eben die gewöhnlichen Chondrite, die kohligen Chondrite und so weiter. Unter den differenzierten Meteoriten, die mal aufgeschmolzen waren, da gibt es Eisenmeteorite, Steineisenmeteorite, aber eben auch die Objekte, die von anderen Planeten, wie zum Beispiel vom Mars oder vom Mond, auf die Erde gekommen sind, die durch Impakte dort weggeschleudert wurden. Ich werde aber jetzt nicht hier durch die Klassifikation von Meteoriten durchgehen, hier nur der Unterschied, was ist differenziert, was undifferenziert. Ja, durch Hitze, Aufschmelzen bildet sich ein Kern, der dann sehr eisenreich ist und der dann auch die Quelle für die zum Beispiel Eisenmeteorite oder auch Steineisenmeteorite sein kann. Im Meteoriten findet man viele spannende Dinge, da könnte man noch lang darüber sprechen. Hier nur ein Beispiel, es gibt sogar Überreste von Mineralphasen, die älter sind als unser Sonnensystem und die darauf hinweisen, wie viele Bestandteile unseres Sonnensystems, aber natürlich auch die verwertet wurden, in dem Planeten entstanden sind. Man verwendet Meteorite auch dazu, und auch das haben wir gelernt aus Meteoriten, wenn man die einzelnen Bestandteile der Meteorite und oder verschiedene Meteorite altersmäßig untersucht, dann kann man damit feststellen, wie alt ist das Sonnensystem. Das geht übrigens schon auf Forschungen eines amerikanischen Geochemikers aus den 1950er Jahren sogar zurück, Claire Patterson, der das zum ersten Mal vorgeschlagen hat, dass wenn ich das Alter der Erde wissen möchte, dann muss ich Meteorite analysieren, weil die eben so alt sind wie die Erde, wie das Sonnensystem. Meteorite sind also, auch etwas flapsig ausgedrückt, Zeitzeugen aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems. Und hier kann ich verschiedene Ereignisse im Laufe der frühen Entstehung des Sonnensystems bis hin zum Alter der Erde, Alter des Mondes, Alter von bestimmten Ereignissen im Sonnensystem mit Hilfe von Meteoriten datieren. Und auf diese Art und Weise kommt man hier zu einer Zeitskala für die Frühphasen, für die Entstehung unseres Sonnensystems. Hier ein NASA-Bild, das das ein bisschen bunt zusammenfasst, aus einer frühen Wolke von Gas und Staub entstanden größere Objekte. Diese größeren Objekte wurden dann irgendwann mal zu Sonne und Planeten. Und die Meteorite, die übrig geblieben sind aus dieser Zeit, die sind noch unverändert, die erzählen uns etwas über welche chemische und physikalische Vorgänge damals vor über 4,5 Milliarden Jahren im frühen Sonnensystem abgelaufen sind. Jetzt aber komme ich zum zweiten, kürzeren Teil dieses Vortrages hier, nämlich zur Gefahr von Meteoriten und Meteoriteneinschlägen. Müssen wir uns vor irgendetwas fürchten? Alles ist relativ. Am Anfang hier zeige ich ein Bild, ein Schemabild. Links oben ein kleiner Körper bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit auf die Oberfläche der Erde oder des Mondes zu und schlägt mit eben sehr hoher Geschwindigkeit ein. Das ist das Bild rechts oben. Die Geschwindigkeiten, von denen wir hier sprechen, die liegen im Bereich zwischen etwa 10 bis 70 Kilometer pro Sekunde. Das sind also enorme Geschwindigkeiten. Manche von Ihnen können sich vielleicht noch erinnern an die Formel für kinetische Energie. Das ist ein halb mal der Masse mal der Geschwindigkeit zum Quadrat. Das heißt, auch wenn die Masse nicht wahnsinnig groß ist, durch diese hohen Geschwindigkeiten sind sehr große Energiemengen involviert. Und wenn jetzt so ein Körper auf die Erde aufprallt oder auf den Mond aufprallt, dann dringt er einerseits ein bisschen in den Boden ein, löst eine Schockwelle aus, andererseits aber auch
verdampft er aufgrund dieser hohen Energie fast vollständig. Und was wir hier links unten sehen, ist die Bildung des Kraters in der Anfangsphase, wenn die Schockwelle zur Oberfläche zurückkommt und beginnt, den Krater sozusagen auszuräumen. Und rechts unten sehen wir dann das Endergebnis, einen frischen Krater. Der Zentralberg, der schießt gerade noch hoch. Die Kraterränder sind gerade frisch gebildet und rutschen in den Krater hinein. Und wichtig, dass wir uns erinnern können, ist einmal erstens einmal das Größenverhältnis zwischen dem einschlagenden Körper sehr klein und dem entstehenden Krater sehr groß, ungefähr 1 zu 20. Das Zweite, das passiert sehr rasch, Sekunden bis Minuten, ist also der rascheste, höchst energetische geologische Prozess, den wir kennen, mit Energien, die vielfach höher sind als irgendwelche internen, zum Beispiel vulkanischen Ereignisse. Wir wissen sehr viel über diese Impakte aus Experimenten, zum Beispiel aus Nuklearexplosionen, die noch in den 1950er und 60er auf der Erde durchgeführt wurden. Hier zum Beispiel der Sedan-Krater in Nevada, in den USA. Unten links der resultierende Krater, 104 Kilotonnen TNT-Äquivalent, also etwas mehr als die Hiroshima-Atombombe, aber ein Krater mit ungefähr 600 Metern Durchmesser resultiert hier. Viele solche Einschlagskrater sind, wie am Anfang schon kurz erwähnt, auf der Erde erhalten. Hier haben wir zum Beispiel den etwa 2,5 Kilometer großen Roter Kamm-Krater in Namibia, der aber von der Wüste schon fast vollständig zugedeckt ist. Unten sehen wir den Zwang-Krater mit 1,2 Kilometer Durchmesser, so groß wie dieser Meteor Crater in Arizona, nur fünfmal so alt, 250.000 Jahre, und schon ist an der Oberfläche viel, viel weniger zu erkennen, weil er bereits durch Erosion zugefüllt ist. Je größer diese Krater werden, desto schwieriger sind sie als solche zu erkennen, vor allem weil sie dann schon durch Erosion etwas zerstört sind. Hier haben wir zum Beispiel den Wolf Creek, den Gosses Bluff Krater in Australien mit ungefähr 22 Kilometer Durchmesser. Und man würde denken, dass diese Ringstruktur im Zentrum hier der eigentliche Krater ist. Nein, das ist der erodierte Zentralberg. Rundherum erkennt man ganz schwach eine kreisähnliche Struktur. Das war einmal der ursprüngliche Einschlagskrater. Man hat aber jetzt schon viel Material durch Erosion verloren und man erkennt jetzt nur mehr durch eine leichte Verfärbung des Untergrundes, wie groß der Krater ursprünglich einmal war. Der Krater ist ungefähr 145 Millionen Jahre alt, verglichen mit den 4,5 Milliarden Jahren des Erdalters noch immer nicht sehr viel. Oder auch der sehr bekannte Fredefort-Krater in Südafrika. Hier der Überrest oder ein Teil des Überrestes des Zentralberges mit ungefähr 70 Kilometer Durchmesser. Ursprünglich war der ganze Krater mal 300 Kilometer im Durchmesser, aber mittlerweile haben wir schon ungefähr 10 Kilometer von der Oberfläche weg nach unten verloren durch Erosion. Und es ist nicht mehr viel davon übrig. Dieser Krater ist etwa 2 Milliarden Jahre alt. Und so hat man mit verschiedenen Methoden auf der Erde ungefähr 200 Einschlagskrater entdeckt. Die sind nicht ganz zufällig verteilt, sondern die findet man vor allem dort, wo sehr alte Gesteine auf der Oberfläche erhalten geblieben sind, sogenannte Kratone. Und aber auch dort, wo man besonders intensive Forschungs- und Suchprogramme hat. Zusätzlich noch dort, wo man sie gut erkennen kann, sicher nicht im Dschungel von Zentralafrika oder Südamerika, sondern vielleicht eher in den Wüsten der Sahara oder von Australien. Ein ganz berühmtes Beispiel war vor etwa 66 Millionen Jahren die sogenannte Kreide-Tertiär-Grenze. Hier in einem Bild eines Aufschlusses in Italien gezeigt, schön beschriftet auch noch unten die Kreidezeit. Oben das Tertiär, heute nennt man das nicht mehr Tertiär, sondern das Paläogen. Aber dazwischen gibt es eine dünne Schichte,
wo man nachweisen konnte vor über 40 Jahren, dass da Material von einem Meteoriteneinschlag drinnen ist. Typisches meteoritisches Material, in geringen Mengen, aber doch über die gesamte Welt verteilt. Und es hat einige Jahrzehnte gebraucht, bis man dann festgestellt hat, dass es in Mexiko einen Einschlagskrater gibt, der an der Oberfläche nicht mehr erkennbar ist, weil er durch jüngere Gesteine zugedeckt ist. Das ist der Chicxulub-Krater mit etwa 200 Kilometern im Durchmesser. Und da hat man aus ganz vielen und sehr klaren geochemischen Untersuchungen zeigen können, dass das Material des Kraters vor Ort genau mit dem Auswurfmaterial, das man weltweit findet, übereinstimmt. Und die Effekte eines solchen riesigen Einschlages waren natürlich gewaltig. Es sind insgesamt etwa 30.000 Kubikkilometer Staub in die Atmosphäre geschleudert worden. Das hat natürlich sofort zu Klimaänderungen geführt. Erst war es einmal eine Zeit lang überhaupt die Erde verfinstert. Es war kalt. Es hat keine Photosynthese gekommen. Viele Pflanzen konnten nicht wachsen. Viele Tiere, die davon gelebt haben, sind ausgestorben. Und auf diese Art und Weise sind ungefähr 70% aller damals lebenden Tier- und Pflanzenarten ausgestorben. Eine massive Problematik des Massensterbens vor etwa 66 Millionen Jahren. Aber wir kennen die Effekte von Einschlägen auf der Erde zurückgehend bis über 4 Milliarden Jahre. Der Mond beispielsweise war damals vor etwa vielleicht 4,2 Milliarden Jahren noch viel näher an der Erde dran, wie in diesem künstlerischen Bild hier gezeigt. Es gab viele Einschläge, es gab allerdings schon Ozean auf der Erdoberfläche, aber die Spuren dieser Einschläge, die finden wir heute noch. Und es geht bis heute. Vor nicht allzu vielen Jahren, nämlich 1994, ist ein Komet dem Planeten Jupiter etwas zu nahe gekommen, ist in mehrere Teile zerbrochen und einer nach dem anderen dieser Teile, ungefähr Kilometer groß, ist auf dem Jupiter aufgeschlagen in der Atmosphäre. Und wenn man das vergleicht, hier die Spuren eines Einschlages von etwa einem Kilometer großen Fragment eines Kometen mit der Erde, dann ist das doch sehr beeindruckend, denn der Jupiter ist um einiges größer als der Erde. Nun, hier haben wir auch einen größten Vergleich. Unten der Stephansdom, ein bisschen größer als der Daniel, ist die Georgskirche in Nördlingen, in dem Meteor Crater hineingesetzt und oben der Meteor Crater in Wien. Was passieren würde, die ganze Wiener Innenstadt wäre weg, aber die ganze Stadt Wien würde durch die Auswürfe zerstört worden sein, wie wir das auch in einem schönen kleinen Impact-Simulator im Museum zeigen, hier der Einschlag im Zentrum von Wien und hier, was übrig bleibt, also die ganze Innenstadt ist zerstört und der Rest der Stadt ist durch das Auswurfmaterial zerstört. Dass solche Dinge nicht nur in der geologischen Vergangenheit vorkommen, sondern auch rezenter passieren können, weiß man zum Beispiel, 1908 gab es die berühmte Tunguska-Explosion über einem Wald in Sibirien. Dabei wurden ungefähr 2000 Quadratkilometer Wald zerstört. Größere Flächen als beispielsweise die Städte New York oder Washington heute einnehmen. Und das war die Explosion eines vermutlich Steinmeteoriten in ungefähr 10 Kilometer Höhe mit einer Energie, die 15 Megatonnen TNT äquivalent war. Und rechts sehen wir hier noch ein Bild der Zerstörung. Ungefähr 20 Jahre später sieht man noch die zerstörten Waldflächen. Nun, glücklicherweise passiert sowas jetzt nicht wahnsinnig oft. So etwas wie Meteor Crater vielleicht alle 1000 Jahre einmal auf der Erde. Sowas wie Ries vielleicht einmal alle Millionen Jahre. Und Chicxulub sowas vielleicht nur alle paar 50, 100 Millionen Jahre auf der Erde einmal. Aber kleinere Objekte kommen
viel, viel häufiger vor. Viele von Ihnen können sich sicherlich erinnern, vor nicht einmal ganz 10 Jahren, 2013 im Februar, ist über der Gegend von Tscheljabinsk in Russland ein kleiner Körper mit ungefähr 20 Meter Durchmesser in etwa 25 Kilometer Höhe explodiert, mit einer Energie, die war ungefähr 30 Mal so groß wie die der Hiroshima-Atombombe. Das hat dazu geführt, dass nicht nur spektakuläre Himmelserscheinungen zu sehen war, sondern dass in der ungefähr Fluglinie entfernt, 65 Kilometer entfernten Stadt Tscheljabinsk, viele Zerstörungen, Fenster eingedrückt, Wände umgelegt waren. Würde also, hätte eine solche Explosion direkt über der Stadt stattgefunden, hätte es sicher viele Tote gegeben. Glücklicherweise war das weit genug entfernt. Es sind von diesem Einschlag einige Objekte übrig geblieben, insgesamt ungefähr 500 Kilometer Meteorit. Und was interessant, Kilogramm Meteorit, was interessant war, war für denselben Abend war vorhergesagt, der nahe Vorbeiflug bei der Erde eines Asteroiden mit dem schönen Namen 2012 DA14, ein kleines Objekt. Und in der Früh desselben Tages kommt aus einer komplett anderen Richtung dieser Tscheljabinsk-Bolide und kollidiert mit der Erde. Die Bahnen im Weltraum zeigen, es handelt sich um zwei völlig unterschiedliche Objekte, die halt nur zufällig am selben Tag im selben Raumbereich sich kreuzen. Das heißt, sowas passiert oft genug und es gibt auch Messungen, die das nachweisen. Zum Beispiel hier die Explosion von Feuerbällen in der Erdatmosphäre zwischen 1988 und 2022, die durch amerikanische, naja, man kann es ja sagen, Spionagesatelliten nachgewiesen wurden. Da sehen wir, es gibt viele, viele solcher Explosionen in der Atmosphäre. Die sind übrigens auch gleich verteilt, anders als die Impactkrater, weil die ja eben nicht schon durch eine geologische Vergangenheit durchgegangen sind. Also die Objekte aus dem Weltraum kommen aus allen Richtungen. Tscheljabinsk ist der rote Fleck hier mittendrin. Das war der größte der letzten paar Jahre. Aber ein nicht viel kleinerer war ein paar Jahre später über der Beringstraße zwischen Alaska und Sibirien. Also solche Dinge kommen sehr oft vor. Und manchmal werde ich gefragt, hat das irgendeinen Effekt auf die Erde? Wird die Erde aus der Bahn geworfen? Und meine Antwort ist, vergleichen Sie das, wenn Sie mit auf der Autobahn fahren und es klatscht Ihnen ein Schmetterling oder ein Käfer auf die Windschutzscheibe, wird auch nicht aus der Bahn geworfen. So ähnlich ist das Größenverhältnis zwischen den Asteroiden und Meteoriten und der Erde. Also da braucht man schon größere Objekte. Aber was trotzdem ganz interessant ist, wenn wir uns jetzt anschauen, wie viele solcher Objekte wir kennen und auch entdeckt werden, hier ist die Entdeckungsrate der kleinen Körper, die der Erde nahe kommen. Alle, die wir kennen, sind im roten Bereich. Die größeren, die 140 Meter größer sind, die sind im orangen Bereich. Und alle anderen kleineren, die sind im blauen Bereich. Und da sieht man, dass das immer mehr werden, also auch die, die 140 Meter groß sind. Da kennen wir schon ungefähr 10.000 davon. Von den anderen kennen wir fast 30.000 solche Erdbahnkreuzer. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, dass so ein Objekt mit der Erde kollidiert. Und im Gegensatz zu Tunguska muss man sagen, heute ist die Erde auch viel mehr bevölkert. Und daher die Gefahr eine größere als noch 1908, als es noch ungefähr 1 Milliarde Menschen auf der Erde gab. Und heute sind es über 8 Milliarden. Und da stellt sich dann natürlich auch die Frage, kann man da irgendetwas dagegen tun? Und hier kann man sagen, theoretisch ja, praktisch muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Zum Beispiel gibt es jetzt die sogenannte DART-Mission, die als Double Asteroid Redirection Test bezeichnet wird. Die ist gerade erst vor kurzer Zeit, Ende 2021, gestartet. Soll im Herbst dieses Jahres beim Asteroiden Didymos eintreffen und dort den kleinen Mond, den Didymorphos, mit dem Raumschiff zur Kollision
bringen, um zu sehen, welchen Effekt hat das auf die Bahn dieses Asteroiden, des kleinen Mondes, wie stark wird der abgelenkt, um besser verstehen zu können, was braucht man, um Asteroiden jetzt leicht aus ihrer Bahn abzulenken, solche, die vielleicht einmal mit der Erde auf Kollisionskurs sein könnten, um sozusagen zu lernen und zu testen, welche technischen Voraussetzungen braucht es, wie viel Zeit brauchen wir im Vorhinein, um jetzt so einen Impact mit der Erde verhindern zu können. Und um das besser verstehen zu können, auch gibt es für die Öffentlichkeit schon seit einigen Jahren den sogenannten International Asteroid Day, der seit 2016 auch offiziell ein UNO-Tag ist. Und an diesem Tag gibt es weltweit in allen größeren Museen, Institutionen, die sich mit solchen Themen beschäftigen, ich weiß auch in Nördlingen oft, Vorträge, Ausstellungen, Führungen etc., um der Öffentlichkeit nahezubringen, was kann man bei solchen Einschlägen, was passiert da, was kann man dagegen tun. Ja, und damit bin ich eigentlich schon am Ende angelangt. Hoffe, dass ich die Zeit jetzt nicht sehr viel überschritten habe. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich auf ein paar Fragen noch freuen. Danke. Erstmal vielen herzlichen Dank für deinen Vortrag. Ein echter Rundumschlag im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Dank und ein schöner Auftakt auch für unsere lockere Veranstaltungsreihe. Es wird wahrscheinlich in Zukunft noch ein bisschen spezieller werden, aber das war jetzt eine sehr, sehr schöne, breite Einführung ins Thema. Ja, und die Fragestunde wäre sozusagen eröffnet. Sie haben jetzt Gelegenheit, einen berühmten Mann an die Leitung zu kriegen. Bitte nutzen Sie es. Sie sollten im Chat sich melden. Sie können sich im Chat melden oder Sie heben einfach die Hand oder Sie schalten einfach sich auf laut und legen los. Alles ist möglich. Im Chat haben wir schon 7 Fragen, ist das richtig? Nee, das sind andere. Das sind andere Dinge. Ja. Bisher ist noch nichts. Christian, du hast alle erschlagen, oder? Wie sehe ich das? Auch gut, ja. Auch gut, auch gut. Warten wir noch eine kurze Sekunde, beziehungsweise ich nutze die Zeit. Sehe eine Frage, ja. Ja, jetzt genau. Da. Elmar Buchner, ja. Ja, dann, wenn sich sonst keiner traut, fange ich an. Christian, eine Frage zur Erhaltungsfähigkeit von Meteoriten. Man findet die Meteoriten an der Oberfläche ja eher jüngere, also jünger gefallene. Das heißt, das Erhaltungspotenzial ist nicht sehr hoch. Man findet dagegen in Gesteinen eingebettet Meteoriten doch von beeindruckendem Alter, also im Ordovizium oder Morokweng, ich glaube 125 Millionen Jahre. Wie siehst du insgesamt die Erhaltungsfähigkeit und auch die Möglichkeit in Zukunft Meteoriten in Gesteinen, zum Beispiel in Impact-Schmelzgesteinen zu finden? Ist da bisher einfach zu wenig geschaut oder ist die Chance vermutlich nicht sehr groß? Also danke für die Frage. Immer die Antwort, würde ich sagen, fällt differenziert aus. Normalerweise verwittern Meteorite aufgrund ihrer Zusammensetzung sehr rasch. Sie rosten sehr rasch und zerfallen und sind dann nicht mehr zu finden. Unter ganz, ganz seltenen Umständen eigentlich. Also auf der Erde, wo findet man Meteorite am längsten? Das ist dort, wo es relativ trocken ist. Zum Beispiel in der Antarktis. Es glaubt zwar keiner, wo es da zu viel Eis gibt, aber die Antarktis ist trockener als die Sahara, was denn die Luftfeuchtigkeit natürlich betrifft. Dort halten die Meteorite viel, viel länger, ein paar hunderttausend Jahre, während sie in normalen geografischen Breiten nach ein paar tausend Jahren meistens verwittert sind. In den Wüstengebieten halten sie auch etwas länger, vielleicht einige 10.000 Jahre, vielleicht einige 100.000 Jahre maximal. Der von dir erwähnte Fall oder Befund eines Meteoritenfragments in einer Impact-Schmelze bei Morokweng, 145 Millionen Jahre alt, ist selten, ganz, ganz selten, weil das ist ein reiner Zufall, dass da ein kleines Stückchen übrig geblieben ist, weil gerade bei so einem großen Einschlag verdampft üblicherweise
der Meteorit. Vielleicht war das auch ein kleines Fragment, das dann nachher noch reingefallen ist. Man findet tatsächlich in einigen Steinbrüchen, vor allem in Schweden, fossile Meteorite. Die sind aber nicht mehr original erhalten, sondern die sind bereits umgewandelt. Und das ist so ähnlich wie ein Fossil, wo auch nicht mehr der originale Knochen übrig ist, sondern es bereits durch andere Minerale ersetzt ist. Das ist noch die Struktur, die Form da, aber die originalen Minerale sind mit zumindest einer Ausnahme schon verschwunden. Das heißt, das ist was ganz, ganz Seltenes. Und da haben wir einen Glücksfall eigentlich, dass das übrig geblieben ist. Aber gewöhnliche Meteorite verwittern sehr, sehr rasch. Vielleicht habe ich da noch mal eine Frage. Es sind ja mittlerweile sehr viele Meteorite gefallen und auch gefunden. Auf den Münchner Mineralientagen kann man die Meteorite ja kiloweise, tonnenweise kaufen, wenn man möchte. Und wenn die Mineralientage denn stattfinden, kann man denn ein bisschen prognostizieren, dass dann auch Meteoritentypen fehlen? Es gibt ja Meteorite, die sind sehr häufig, es gibt welche, die sind sehr selten. Wir haben gehört, der Neuschwanstein war eher ein seltener Kollege, die Enstatit-Chondrite 1-2% maximal aller Meteorite. Gibt es denn Meteorite, so ähnlich wie bei den Rubble Piles, die man eigentlich fordert oder vermutet, dass es sie gibt, oder auch chemische Zusammensetzungen, die aber bis heute nicht gefallen sind und auf die man besonders scharf wäre? Ist dir da was bekannt? Naja, auch hier wieder ein bisschen differenzieren. Wir kennen ja, also wenn wir ein bisschen in der Zeit zurückgehen, gehen wir zum Beispiel auf die 1970er Jahre zurück, da hat man vielleicht, ich weiß nicht, 2.000, 3.000 Meteorite, vielleicht 4.000 Meteorite gekannt. Heute hat man in der Antarktis viele Zehntausende Meteorite noch zusätzlich gefunden. Man findet sehr viel in den Wüstengebieten. Wozu das hauptsächlich geführt hat, ist, dass von den bekannten Meteoritentypen einfach mehr gefunden wurden und von den früher weniger bekannten Meteoritentypen, zum Beispiel Mars-Meteorite, wurden einfach mehr gefunden. Hat sich aber auch herausgestellt, dass es natürlich bei den Funden bestimmte Meteoritentypen gibt, wie zum Beispiel Eisenmeteorite, die länger halten und daher auch länger da sind und daher einfacher gefunden werden können, verglichen mit beobachteten Fällen. Das heißt, durch diese zusätzlichen vielen tausend weiteren Meteorite hat man natürlich vor allem mehr von den ursprünglich seltenen Meteoriten gefunden. Man hat auch einige Meteoritentypen gefunden, von denen man vorher gar nichts wusste. Zum Beispiel wurde zum ersten Mal in der Antarktis ein Mondmeteorit gefunden. Mittlerweile kennen wir ein paar Dutzend solcher Mondmeteorite, aber auch ein paar Dutzend sind jetzt nicht wahnsinnig viele. Und vielleicht auch eine Frage, die ein bisschen damit zusammenhängt, zu behandeln. Was lernt man eigentlich von Meteoriten? Welche sind besonders interessant? Was sind sie, welche sind besonders spannend? Naja, wie sagt man, das ist immer im Auge des Betrachters, ne? Weil jemand, der sich besonders für Eisenmeteorite interessiert, den interessieren halt nur Eisenmeteorite. Ne? Und auch da gibt es besondere Unterarten. Also ich glaube schon, dass man nach wie vor, wenn man weiter sucht, manche Meteoritentypen finden wird, die wir heute noch nicht kennen. Aber das heißt nicht, dass die besonders häufig sind. Aber auch unter den häufigen Meteoriten findet man manchmal ganz spannende Dinge, die man gar nicht erwartet hat. Zum Beispiel neue Minerale drinnen. Oder wenn man sie genau analysiert, lernen wir ja, wie lang waren die schon unterwegs. Man kann vielleicht auch Konnektionen herstellen zu bekannten Asteroiden, wo kamen diese Asteroiden, von welchen Asteroiden kamen die Meteorite her. Und natürlich, dann muss man auch den, kann man sagen, sentimentalen Wert von Meteoriten nicht unterschätzen. Wenn irgendwo der erste, der hier gefunden wurde, der älteste, der da gefunden wurde, der Meteorit, der, was weiß ich, ein Auto zertrümmert hat, wie der Peekskill in den USA, auch das war was Besonderes. Da ist der Meteorit vielleicht nichts Besonderes, aber der Effekt und die Umgebung,
dann eine etwas besondere. Danke. Jetzt war, glaube ich, von Peter Dahm noch eine Frage im Chat, und zwar, wie bzw. aufgrund welcher Erkenntnisse konnte Biot vor bereits 200 Jahren feststellen, dass Meteore von außerhalb stammen müssen? Mhm. Naja, das war dadurch, dass er Beobachtungen gesammelt hat und sozusagen wie durch Triangulation vor dem Hintergrund feststellen könnte, in welcher Höhe und in welche Richtung hat sich das Objekt bewegt. Und wenn man das von mehreren Standorten gleichzeitig macht, dann kann ich das dreidimensional rekonstruieren und feststellen, dass die Bahn von außerhalb der Atmosphäre kommt. So hat das der Biot damals gemacht. Okay. Jetzt haben die Kollegen im Museum Mineralogia die Hand gehoben. Vielleicht ihr als nächstes. Ja, wir interessieren uns sehr für Explosionen. Was bringt so einen Meteoriten zum Explodieren? Man muss ja schlagartig eine große Menge Gas entwickeln für sowas. Und also es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, nämlich zum Beispiel, dass diese Meteorite sowas wie Brekzien sind. Viele davon sind schon ein bisschen gebrochen. Und dann dringt beim raschen Durchgang durch die Erdatmosphäre Gas in den Meteoriten ein, das dann aufgrund der hohen Temperatur expandiert und dann zerbricht der Meteorit, explodiert der Meteorit sozusagen in der Atmosphäre. Das ist die vielleicht gängigste Idee dahinter. Vielen Dank. Dann, ja, genau, bitte. Ich habe eine Frage, eine ganz einfache, aber mir etwas nicht ganz verständliche. Die Altersbestimmung von Meteoriten, funktioniert die über die klassischen Altersbestimmungsmethoden wie die Gesteinsbestimmung, über Radioaktivitäten, Zerfall und so? Oder? Ja. Ganz genauso, oder? Argon, Argon, Kalium, Argon, Rubidium, Strontium, Samarium, Neodym, alle möglichen Methoden gibt es hier. Uran, Thorium, Blei, Zirkonen, alles Mögliche. Ja. Die ganz üblichen Methoden. Okay, danke. So. Weitere Fragen? Jetzt eine letzte Chance, beziehungsweise ich nutze die Zeit. Naja, alle wollen zum Essen und zum Trinken. Und, ja. Wir haben vorsichtshalber schon gemeinschaftlich Pizzen vorhin verdrückt, dass wir gedacht haben, wir müssen dich nicht drängen und lassen dich reden. Wir werden jetzt nachher noch ein Gläschen Wein zu deinem Wohl, auf dein Wohl trinken. Aber was wir da auch zeigen, du bist ja jetzt nicht da. Normalerweise gibt es ein kleines Präsent natürlich, wenn einer den Vortrag hält. Wir haben dir ein Stück zum Lesen besorgt, alles Licht. Okay. Das wir nicht sehen, ist für einen ehemaligen wirklich so wichtigen Museumsdirektor sicher hochinteressant. Kennst du das Buch? Hoffentlich nicht. Na, kommt mir nicht bekannt vor, ne? Okay, alles klar. Hol ich mir dann gerne im Juli ab. Wir schicken es dir vorher. Im Juli gibt es dann was zu trinken, würde ich sagen. Da heben wir zusammen einen. Und was es auch gibt, damit es nicht nur so hart ist, auch was Süßes dazu, ein bisschen was zum Schlecken. Also das packen wir ein und die nächsten Tage kommt. Und wenn du im Juli bei uns bist, dann trinken wir noch einen auf den Ja, gut, machen wir doch. Ja? So. Danke. Dann wäre ich von meiner Seite am Ende. Wie schaut es aus in München? Gehen wir noch mal kurz nach München, wenn wir eine fast schon Eurovisionssendung haben heute. Ja, ja, wir sind auch am Ende. Vielen Dank für den sehr schönen Vortrag. Ja, bleibt mir auch nur... Sehr informativ, und wir haben ein paar Flaschen natürlich hier, die müssen wir nur herholen. Die sind so per Default nicht im Ausstellungsraum. Aber es ist was vorhanden. Noch schnell eine Zwischenfrage. Wenn das aufgezeichnet wird, wo kann man das nachschauen? Wird das ins Netz gestellt oder ist das nur für interne Verwendung? Das wird ins Netz gestellt werden. Also wir werden jetzt einfach den Vortrag schneiden, vielleicht ein bisschen was vorne hinten noch dran. Und das hängt eigentlich nur von der Arbeitsbelastung von unserem Herrn Schumacher ab, wann er das schafft. Ja, wir sind personell nicht so toll ausgestattet. Aber ich sage jetzt mal, wie das heute so schön heißt, zeitnah werden wir es ins Netz stellen. Und das wird sowohl auf der Homepage der Mineralogischen Staatssammlung des Museums in München als auch auf unserer Homepage zu finden sein.
Also du wirst das finden, ich bin mir ziemlich sicher, Uwe. Ja, gut, dass ich den Link dann weiter verbreiten kann. Alles klar, Dankeschön. So, dann danke auch von meiner Seite nochmals für die Einladung und bis bald wieder in Natura in Erlingen. Alles klar, herzlichen Dank und den Zuschauern herzlichen Dank für die Teilnahme und die Geduld und einen schönen Nachhauseweg braucht man nicht wünschen. Einen schönen Abend noch. Dankeschön Ihnen allen. Tschüss. Ciao.